Hey meine Freunde, willkommen. Wir sind hier immer noch in dieser wunderschönen Perspektive und Aussicht und weiß was ich und gehen jetzt weiter in Richtung Dorf. Oh. Wer ist das? Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir ihnen vertrauen können. Okay, schön, freut mich. So. Weiter geht's. Sind wir richtig? Ja, wir sind sehr, sehr richtig sogar. Jonah! Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis. Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Tötet sie. Lara! Nimm meine Hand!
Lara. Oh nein. Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. So. Breitblatt-Kletterpfeile. Schießen Sie Kletterpfeile in welche weiche Holzoberflächen, um neue Orte zu erreichen. Halten Sie RT gedrückt, um bis der Schuss ab. Okay. Aha. Ah, das soll in dem Fall weich sein. Alles klar. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Was kriegen wir noch alles an Equipment? Gerade weiter. Nein, nochmal weiter und weiter und so weiter und so weiter. Das muss Spaß machen. Ein Sturm kommt auf. Was du nicht sagst. Okay, dann lass uns mal beeilen. Okay, wir sind wieder hier. Da waren wir, glaube ich, schon mal. Hat sie ja auch vorhin gemeint. Sie will da nicht nochmal hin, aber jetzt sind wir wieder da. Wir sind auch, glaube ich, wirklich wieder da. Ach ja, genau hier. Erinnere ich mich. Hier haben wir die Leute weggerotzt. Vor gar nicht allzu langer Zeit war das genau hier. Oh, nochmal was zum Lesen. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Ach, unser Händler haben wir hier auch. Hey, willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung. Ich habe nicht so viel. Ich glaube, ich weiß nicht. Wir sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja. Sind wir überhaupt richtig, wenn wir hier hochgehen? Ich glaube nämlich nicht. Nee. Jetzt haben wir dieses Dings, was wir brauchten, um hier hochzukommen. Easy going.
Ach, gut, weiter geht's. Ich muss Schutz suchen. Dafür ist ja die Höhle gedacht. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. Oh Gott. Sieht ein bisschen kalt aus. Hopp. Und hopp. Und hopp. So, so kommen wir auch hier schneller durch. Sieht zwar ein bisschen dumm aus, aber wir kommen schneller voran. Okay, wir sind ganz gut unterwegs. Bis zu diesem Punkt waren wir ganz gut unterwegs. Scheiße, okay. Das war dumm, dass wir da einfach so blind drauf losgerannt sind. Was macht die denn? Genau. Jonah muss irgendwo da oben sein. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du. Du wirst leben. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Alles klar. Und hoch. Gut. Reifenspuren.
überall. Feuer einstellen. Es ist nur ein Reh. Ein böser Zeigefinger. Sorry. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Gott, sind es dumme Volltrottel. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen offen. Erwarten wir Gesellschaft? Croft könnte versuchen, den Gefangenen... Was? Komm her, du Penner. Okay, weiter geht's. Und hopp. Was ist passiert? An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen... Wir haben Feindkontakt! Natürlich habt ihr Feindkontakt. Mhm. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen gefühlt wie Ezio oder so. Wohin? Okay, dahin. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Hab nichts zum Ablenken hier, das ist ein bisschen doof. Ich glaube, da draußen ist jemand. Das ist alles nur Irrtum. Gott, bist du gepanzert. Die hätten Headshot eh nichts gebracht. Oh oh. Zack. Lautloser Kill. Besser geht's doch gar nicht. Ach, hier haben wir das Ding wieder. Was ist dort passiert? Die Brücke ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Hoffentlich haben sie da oben etwas gefunden. So schnell geht's. Und das interessiert ihn gar nicht, dass ein Typ nicht mehr mit ihm redet. Das Observatorium war also ein Erfolg? Ja, wir haben den Atlas. Wir haben ihn zur Wetterstation gebracht. Warum das? Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass Anna den Zugang zur Kuppel finden will. Vielleicht wissen Sie ja, wie der Atlas zu deuten ist. Ich weiß es nicht, aber Sie haben befohlen, alles zusammenzupacken. Also dürften wir bald abziehen. Ja, komm her. Ja, ja, mach das. Geh mal. Scheiße. Fuck!
Aber naja, dann sehen wir uns eben in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.